Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Nee, will ich alles gar nicht. Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Okay. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Echt lukrativ, das Geschäft. Okay, wo ist Butch? Hi, Butch. Hi, wer bist du? Das geht dich an Dreck an. Deine Fresse gefällt mir nicht. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Das ist wirklich nicht mein Problem. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Komm zu mir. Willst du auch was? Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Das ist echt komisch. Normalerweise beim Spielen sitze ich einfach nur so rum und sag gar nichts. Und jetzt hier sollte ich eigentlich die ganze Zeit drehen. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Das ist echt schlimm. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Gucken, du, guck, kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ich kann jederzeit wiederkommen, Bruder. Wie viel sollte ich eigentlich verkaufen? Weiß ich gar nicht. Kraut. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Oh, Wolf, hallo. Frag mal, wer er ist. Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Hm. Okay. Geh ich mal hier zu dem Typen hier. Ah, hier. Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris' Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Mhm. Bis später. Werde ich gleich mal ordentlich... Ne? Ich halte mich da lieber raus. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Ihr quatscht mit viel. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Yeah. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Eins für dich, weil muss ja nicht gleich jeder wissen. Speicher lieber vorher. So, dann wollen wir mal aus der Hütte prügeln. Okay, ich glaube, ich prügel ihn aus der Hütte, wenn er am Schlafen ist.
Es wäre einfacher. Willst du etwas Sumpfkraut? Besorg mir was, dann reden wir weiter. Oh, ich hab nichts mehr. Oh. Man muss eben aufpassen, wie man kommt. Dann rede ich mal wieder mit dem Typen da hinten. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Hm. Ja, Spruchrollen. Ich habe ja schon genug Schwerter mit und Erz. Die Spruchrollen interessieren mich. Was sind das für Sprüche? Windfaust, Charme, Telekinese, Pyrokinese und Schlaf. Von diesen Sprüchen darfst du 3 wählen. Ich nehme die Spruchrollen. Eine gute Entscheidung. Wähle 3 aus. Schlaf. Charm? Heuchcharm? Wofür brauche ich das? Keine Ahnung. Windfaust. Pyrokinese nehme ich mal. Charm. Wieso nicht? Nehme ich halt Charm. Das waren 3. Verwende sie weise. Verwende sie weise. Okay, dann werde ich mal gucken, was der andere Typ da macht. Weil Laris hat ja gedacht, ich soll ihm die 400 Erz in Form des Sumpfkrautes abluchsen. Gucken, ob die mich reinlassen. Speichere ich doch lieber vorher noch. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ich bin Schürfer. Und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer. So kommst du hier nicht rein, Junge. Was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Wie viel Erz ist denn etwas Erz? Was denkst du über 50 Erz? Das ist ziemlich genau die Hälfte von dem, was ich als etwas Erz bezeichnen würde. Hörst wohl schlecht, Bürschchen. Schön, so ein Seppel. Komm ich mal am Alarm! Eindringling! Nein, lass mich doch. Auf dem Hinter noch halt her? Nee. Alarm! Hey, ding, ding. So. Kann ich mal am Sack lecken. Nee, eigentlich nicht, aber. So, was sagst du? Hier. Also, ich möchte mit dir sprechen. Komm her. Ja, wie sieht er? Vielleicht mal speichern. So. Alles klar. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Früher wäre das ganz anders. Ich sag dir was, du hast ein Problem. Balkagan will dafür sorgen, dass...